Ja, weiter geht's. Total War Warhammer 2. Rise of the Tomb Kings. Auf dem Weg zurück nach Khemri, um mehr krasse Untote zu rekrutieren. Ja, das mache ich jetzt auch direkt. Ich tausche nämlich jetzt einfach mal meine Chariots. Ja, gegen die Archer-Chariots, weil die haben die gleichen Werte. Habe ich mir noch einen Bogenschützentrupp dazu. Ja, gut, dass ich die nicht holen kann, ist natürlich blöd. Seid ihr mich inzwischen mehr? Ne, okay. Jede Runde werde ich anklopfen. Auch mit den Skaven werde ich Handel treiben. Hab kein Problem. Denn im Prinzip sind Skaven ja eigentlich putzige kleine Haustiere. Ah ja, Desert Lookout. Würde sich in Gorgasan, glaube ich, sogar lohnen. Ich hole mir aber erstmal. Es kostet alles so viel Gold. Ich spare erstmal. Waffe brauche ich auch nicht. Enchanted Items. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja. Sehe ich dann mal. Erstmal neue Armee bauen, dann geht's weiter. Dynasty reached. Wir können neue Armee bauen. Perfektes Timing. Denn genau das werde ich jetzt machen. Aggressive, Scavenger, Tough. Ich nehme hier Senusret. Senusret! Aber Senusret wird nicht Senusret heißen, sondern Terraplak. Jawohl, König Terraplak, das gefällt uns. Ein großes, böses Stück Scheiße vom Untoten. So. Ja, dann habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Skelettkrieger. Und das war's erstmal. Das lasse ich so. Und King Terraplak. Du krasser Typ. Du kriegst erstmal. Horseman Archers. Forschung. Wieso kann ich das nicht? Achso. Da brauche ich es nicht. Ach, scheiße. Egal. Den hole ich mir dann, sobald ich genug Zeug habe und ersetze dann König Terraplak. Auch wenn es weh tut. Ja, ich habe halt noch keine Nekara Warriors. Aber egal. Nehme ich trotzdem mit. Ich warte noch. Ich will diese Nekara Warriors. Die sind schon wesentlich besser als die Skelette. Okay. Clan Morse mag mich doch. Ihr seid doch super, Jarad. Ihr seid super, seid ihr. Meine besten Freunde seid ihr. Ah ja. Kommen die anderen Orks. Non-Aggression Pact. Könnt ihr haben. Kostet aber Geld. Kostet mehr Geld.
So, auf nach Galbaraz. Jetzt wäre sie erstmal Argo Migdal. Während König Terra Black lieber so. Zack. Zack. Ja, mach ich so. Ich könnte ausbauen, will ich aber nicht, denn ich will die Nicara Warriors. Kann ich nur zwei Stück davon haben? Scheiße. Naja, sehe ich dann. So, da sind sie doch. Und er kommt mit jeder Menge Abschaum. Muss ich eigentlich direkt hinterher dann. Erstmal baue ich jetzt hier meine Crypt Barracks. King. 6. Na komm. Die reisen dann alle gen Norden. Kann man mit Orks verhandeln? Die Antwort ist nie wirklich. Da sind die scheiß Orks immer mehr gekommen. Proof of Cities nehmen wir doch glatt. Tja, was mache ich jetzt? Diesen Wettlauf werde ich verlieren. Erstmal forschen. Forschen geht immer. Ja. Forschen geht immer. Der kann dann auch schon mal Richtung Grenze gehen. Was hat er eigentlich für krasse Waffen? Schwert und Schild, okay. Also more tanky. Ach, dann zwei Speerträger. Speerträger schaden nie. Was ich eigentlich machen könnte, ist mein Ritual zünden. Ups. Mein Ritual zünden. Gut, kann ich nicht. Ich bin zu arm. Ich kann nichts machen. Ich bin diesen Orks ausgeliefert. Ja. Ich könnte nochmal einen Speerträger holen. Einfach nur... mehr Skelette. Schauen wir nochmal, wie sehr mögt ihr mich inzwischen. Ich bin die siebtstärkste Fraktion, ja Mensch, weil ich zwei riesige Skelettarmeen habe. Ja Mensch, also ich mache zwar die Zwerge dadurch super stark, weil ich denen 500 Gold pro Runde jetzt fast gebe. Was aber okay ist, weil die mir Clan Mors erstmal vom Hals halten, obwohl das meine Best Buddies sind. Nee, Defensive. Nee, ich will mir das mit den Zwergen nicht sofort kaputt machen. I don't care about dead things. Oh, das wirst du zurücknehmen. Ne? Galbaraz wird mir gehören. Das habe ich gerade entschieden. Mit Orks kann man nicht verhandeln, mit Untoten auch nicht. Was habe ich hier eigentlich an Verteidigung? Sollte es zu einem Kampf kommen, was es natürlich wird, dann habe ich nur Scheiße. Okay. Sie greifen mich sogar an. Und wie ihr seht, die haben nur Orks. Die haben richtig, richtig viele Savage Orks. Das heißt, ich kann richtig schön flankieren. Was ich auch tun werde. Also, ich speichere zwar vorher, aber ich habe ein gutes Gefühl.
So, ich muss zwar den Hügel hochstürmen. Das ist aber nicht so schlimm. Erstmal eine super breite Front aufstellen. Die Bogenschützen werde ich flankieren lassen. Chariots genauso. Denn mein Plan ist, ich werde mit den Chariots ihre Bogenschützen rausnehmen. Und den dann ständig in den Rücken chargen. Und die Bogenschützen werden ihn auch permanent in den Rücken schießen. So jedenfalls der Plan. Schauen wir mal, wie gut ich ihn umsetzen kann. Zuerst mal angucken, die Aufstellung. Jawohl. Ja, perfekt. Schauen wir mal. So, die kommen ja sogar entgegenmarschiert. Das ist, finde ich, sehr zuvorkommend von ihnen. Wir müssen uns hier ein bisschen größer aufstellen. So. Cetra muss links bleiben. Eher mehr so mittig. Die Boss-Sphinx kann ich vielleicht sogar verstecken. Die können schon mal hier, zack, den Melee-Modus rein. So, schauen wir mal, wie das Ganze abläuft. Wie weit reicht der? Ach, immer nur für eine Einheit, okay. Auch nur eine Einheit. Nö, das sollst du nicht mal. Komm mal wieder her. Viele Bogenschützen sind da jeweils einer pro Chariot. Das ist ja super. Zurückrufen. So, ihr könnt alle mal rennen. Schnelle Information. Ihr könnt direkt hinterher. So, wir können jetzt schon mal angreifen. Angreifen, angreifen, angreifen. Als angreifen. Auch schon mal ein bisschen. So, jetzt geht der Zauberkrieg nämlich los. Oh, ich krieg schon ziemlich übel auf die Fresse, also das ist echt übel. Naja, ich muss da reinchargen, das hilft nichts. Er auch. Muss aber mal die Truppen verstärken so ein bisschen. Haben wir das? Ja, haben wir doch. So, dann geht's jetzt los. Flankieren. Und als reinhauen jetzt. Als immer reinhauen. Als immer reinhauen. Immer schön Schaden machen. Ich muss einfach nur sehen, dass meine Truppen am Leben bleiben. Der wird ganz schön verkloppt. So, jetzt muss ich hier mal Micromanagement ein bisschen machen. Dringend meine Hauptfront verstärken. Er darf auch auf keinen Fall sterben.
gerade nochmal die überrennen. Wir müssen jetzt alles weiterschießen. Das wird sehr, sehr eng. Ja, so stark sind die halt auch nicht. Ein bisschen blöd alles. Alles nicht so schön, aber machbar. Ich habe ja noch meine Superbogenschützen hier. Und auch nochmal reinchargen. Ja, die müssen halten. Die müssen Schaden machen. So. Als schön nachrücken jetzt. Als schön reinhalten immer. Ich hoffe, dass die Sphinx ein bisschen mehr da hinten aufräumt. Ich muss nochmal reinchargen. Nee, bleibt mal da dran. Scheiße, die hat mein Lich Priest erwischt. Letzten sind halt die hier. Fuck, das wird richtig, richtig eng, wenn ich das hier schaffe. Ich glaube nicht mehr dran, ehrlich gesagt. Ich muss halt voll meine Zermürbungstaktik hier aufgeben, aber ich glaube nicht dran. Die beiden müssen das hier hinten alleine machen. Aber durchaus. Doch. Ja, doch, das könnte noch klappen. Der Warboss, der ist zwar ziemlich heftig hier am Zusetzen. So, jetzt gibt es nochmal eine Explosion. Sehr, sehr schön. Auch nochmal da hinten reinchargen. Dich selber buffen am besten nochmal. Genau. So, ihr müsst da reinhalten. Ihr müsst da sofort wieder raus aus dem Nahkampf. Könnte ich noch schaffen. So, hier haben wir jetzt das Phänomen, was ich haben wollte. So eine Massenflucht. Ich habe doch massig Munition hier. Ich kann immer noch chargen. Was ich jetzt auch tun werde. Die kommen alle wieder, das ist das Problem bei den Orks. Aber ich rück jetzt mal näher auf. Komm. Ein bisschen rennen. Jetzt nochmal zurückschießen so ein bisschen. Die Chariots müssen auch nochmal hier rein rennen. In diesen Pfeilhagel werden sie wahrscheinlich nicht ankommen. Problem ist, ich habe gleich keine Nahkämpfer mehr, die den Puffer darstellen zwischen meinen Bogenschützen und den dämlichen Orks. Scheiße, da haben wir nämlich schon das Problem. Mit etwas Glück kann ich das jetzt noch clearen, aber ich werde sau viele Skelette dabei, ja, sehr viele Bogenschützen verlieren.
Direkt zurückschießen. So, ihr müsst jetzt einfach nur den Warboss töten. Dann hab ich's. Muss ich zurückziehen. Die laufen halt echt zu langsam. Okay, ich muss eine Einheit opfern. Das seid ihr. Tut mir leid. Ja, anderen, ihr müsst draufhalten, was das Zeug halt. Cetra und die Chariots. Scheiße. Die Einheit habe ich jetzt doch verloren. Ich auch die Chariots, ist die Frage. Ich weiß es nicht. Ich habe ja noch König Terraplug im Rücken mit einer anderen riesigen Armee. Damit ich zumindest Galbaras schon mal belagern kann, sag ich mal. Jawohl. Ja, diese Wiederbelebung, die ist nicht so stark, wie ich mir erhofft habe immer. Aber gut, Sieg ist Sieg. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, sterbt nicht.